Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Christus ist auferstanden, er ist wahrhaft auferstanden. Halleluja. Seine Freude und sein Friede sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder, ich heiße Sie alle zu unserem Festtagsgottesdienst am Ostersonntag hier in Podersdorf am See. Ganz herzlich willkommen und wünsche Ihnen allen ein frohes und gesegnetes Osterfest im Namen der Pfarrgemeinde, vertreten durch den Pfarrgemeinderat. Liebe Schwestern und Brüder, mit dem Osterruf der Ostkirche habe ich Sie bei diesem Gottesdienst begrüßt. Die orthodoxen Christen rufen sie diese Begrüßung am Ostermorgen zu. Christus ist auferstanden. Ja, er ist wahrhaft auferstanden. In wiederholten Aussprechen und Hören dieser kurzen Glaubensbekenntnisse dringt das Geheimnis des Osterfests tief in die Herzen der Gläubigen ein. Ein Jesus lebt. In den heutigen Texten hören wir, dass sie die Jünger am Ostermorgen noch schwer damit taten, was ihnen davon Leerengrab berichtet wurde. Lassen wir uns durch die Erfahrung der Jünger in unseren eigenen Unsicherheiten, in unseren Fragen und Suchen trösten, uns aber zugleich auch begeistern von ihrem späteren Glaubenszeugnis, um so selber zu Zeugen der Osterbotschaft zu werden. Herr Jesus Christus, du hast die Dunkelheit unseres Lebens geteilt und willst uns zur Herrlichkeit des Vaters führen. Herr Jesus Christus, du hast die Trennlinie zwischen Tod und Leben überwunden. Herr Jesus Christus, du willst, dass deine Worte und Taten neu unter uns lebendig sind und dass wir sie bezeugen. Der Herr erbarme sich unser, er nehme von uns Sünde und Schuld, damit wir mit reinem Herzen diese Feier begehen. Amen. Ehre sei Gott in der Höhe. Thank you.
Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, am heutigen Tag hast du durch deinen Sohn den Tod besiegt und uns den Zugang zum ewigen Leben erschlossen. Darum begehen wir in Freude das Fest seiner Auferstehung. Schaffe uns neu durch deinen Geist, damit auch wir auferstehen und im Licht des Lebens wandeln. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen begann Petrus zu reden und sagte: Ihr wisst, was im ganzen Land der Juden geschehen ist, angefangen in Galiläa, nach der Taufe, die Johannes verkündet hat. Wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat, mit dem Heiligen Geist und mit Kraft, wie dieser umherzog, Gutes tat und alle heilte, die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen für alles, was im Land der Juden und in Jerusalem getan hat. Ihn haben sie in den Pfahl gehängt und getötet. Gott aber hat ihn am dritten Tag auferweckt und hat ihn erscheinen lassen, zwar nicht dem ganzen Volk, wohl aber den von Gott vorherbestimmten Zeugen. Uns, die wir mit ihm nach seiner Auferstehung von den Toten gegessen und getrunken haben. Und er hat uns geboten, dem Volk zu verkünden und zu bezeugen: Dieser ist der von Gott eingesetzte Richter, der Lebenden und der Toten. Von ihm bezeugen alle Propheten, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen die Vergebung der Sünden empfängt. Wort des lebendigen Gottes. Danket dem Herrn, denn er ist gut, denn seine Huld währt ewig. So soll Israel sagen, denn seine Huld währt ewig. Die Rechte des Herrn sie erhöht, die Rechte des Herrn, Taten der Macht vollbringt sie. Ich werde nicht sterben, sondern leben, um die Taten des Herrn zu verkünden. Ein Stein, den die Bauleute verwarfen, er ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn her ist dies gewirkt, ein Wunder in unseren Augen. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Kolossä. Schwestern und Brüder, seid ihr nun mit Christus auferweckt, so strebt nach dem, was oben ist, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt. Richtet euren Sinn auf das, was oben ist, nicht auf das Irdische. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Wenn Christus, unser Leben, offenbar wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Wort des lebendigen Gottes. Amen.
Unser Paschalamm ist geopfert, Christus, so lass uns das Festmahl feiern im Herrn. Halleluja, 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 Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen, und wir wissen nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab. Sie liefen beide zusammen, aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, kam er als erster ans Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging jedoch nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, was auf dem Haupt Jesu gelegen hatte. Es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben an einer besonderen Stelle. Da ging auch der andere Jünger, der als erster an das Grab gekommen war, hinein. Er sah und glaubte. Denn sie hatten noch nicht die Schrift verstanden, dass er von den Toten auferstehen müsse. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Halleluja! Halleluja! Liebe Schwestern und Brüder, heute muss ich den ökumenischen Osterbrief vorlesen. Gnade und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Dieses Gruß des österlichen Zeugen Johannes an die Gemeinden in der Provinz Asia, sagen wir, der Bischof und der Superintendent euch, den römischen, römisch-katholischen und evangelischen Mitchristen unseres Burgenlandes. Gemeinsam schauen wir zurück. Seit 100 Jahren ist der heilige Martin von Tours der Landespatron des Burgenlandes. Sein Vorbild im Glauben und im Tun wird überkonfessionell geschätzt. Der heilige Martin lebte in einer Zeit, in der die Kirche Jesu Christi noch ungeteilt war. Sein Einsatz erinnert unsere beiden Kirchen an ihren Auftrag, in der Nachfolge Jesu für alle Menschen dieses Landes da zu sein, besonders für jene, die unsere Hilfe und den Beistand brauchen. Viele Christinnen und Christen in unserem Land leben und tun auch heute diesen diakonischen und karitativen Dienst zum Wohl aller. Dafür sagen wir Dank. Evangelische Christinnen und Christen gibt es in unserem Land seit der Reformation. Vor 100 Jahren wurde die evangelische Superintendenz Burgenland als Diözesaner Dachverband für die 29 Pfarrer und 49 Tochtergemeinden gegründet. In den zahlreichen noch erhaltenen Turmschulen wird die enge Verbindung zwischen Reformation und Bildung, Kirche und Schule deutlich. Im evangelischen Beamer Gymnasium
in Oberschützten zeigt sich diese Tradition bis heute in Form eines lebendigen, erfolgreichen Schulwesens. Bildung und Ausbildung ermöglichen nicht nur Freiheit, sie schaffen soziale Sicherheit und bauen die Zukunft unserer Gesellschaft. Gemeinsam gehen wir den Weg. Wie die beiden Jünger von Emmaus, suchend und fragend, sind auch unsere beiden Kirchen auf dem Weg durch die Zeit. Dabei sind sie einander auch näher gekommen. Alte Vorurteile konnten abgebaut, manche Verwerfungen rückgängig gemacht werden. Es mag noch unterschiedliche Auffassungen über die richtige Wegfindung geben, doch hinsichtlich des Zieles besteht Einigkeit. Die zentrale Aufgabe der Kirche war, ist und bleibt die Verkündigung des Evangeliums, der frohen Botschaft, hinein in diese Welt voller Zweifel, in eine Zeit der Krisen und Unsicherheiten mit allen Abbrüchen und Umbrüchen. Auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus trafen die beiden Wanderer auf Jesus, den Fremden. Er erklärte ihnen die Heilige Schrift, angefangen bei Mose und den Propheten, und er legte ihnen aus, was über ihn gesagt worden war. Ihr Herz brannte. So werden sich die beiden Jünger später an diese Begegnung erinnern. Sie werden manches verstanden haben, was Jesus ihnen offenbarte, aber sie erkannten nicht, wer ihr Weggefährte war. Ihre Augen wurden erst geöffnet, als sie gemeinsam mit ihm zu Tisch saßen, er das Brot nahm, dieses brach und mit ihnen teilte. Das Abendmahl, die Eucharistie, führte zu vollen Erkenntnis des österlichen Christus. Immer ist es Jesus Christus selbst, der Auferstandene, der an seinen Tisch lädt. In der Emmaus-Geschichte sind es aber auch die beiden Zukunftslosen, die ihn bitten zu bleiben: Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Gemeinsam und doch getrennt am Tisch des Herrn. Noch sind wir als Christen, als Kirchen nicht am Ziel, aber gemeinsam und einmutig wie die Jünger von Emmaus unterwegs. Nach der Erfahrung des Karfreitags, der Lebenswirklichkeit von Leid und Tod, hoffen wir auf die Auferstehung und das ewige Leben. Die Herberge im Dorf, wohin die beiden gingen, haben wir noch nicht erreicht. Die gemeinsame Feier am Tisch des Herrn ist noch nicht möglich. Das schmerzt uns gleichermaßen, weil die Emmaus-Geschichte lehrt, dass die volle Erkenntnis Jesu Christi nur gemeinsam geschehen kann. Aber wir haben zumindest erkannt, dass unser Weg dorthin führen muss. In der Nachfolge Jesu dürfen wir dieses Ziel nicht aus den Augen verlieren. Gemeinsam schauen wir nach vorne. Es sind große Herausforderungen, von denen wir alles als Christen, als Christinnen und Christen, als Kirchen, als Menschen stehen. Die weltweiten Kriege machen uns Angst, insbesondere das sinnlose Töten, die bleibenden Wunden in der Ukraine, im Heiligen Land und auf den vielen Schauplätzen von Hass und Gewalt. Die betroffenen Menschen müssen und dürfen fragen: Wo ist Gott? Wie kann er das zulassen? Die einzig mögliche Antwort, die wir geben können, lautet: Er hängt dort am Kreuz auf Golgotha. Das ist die Erfahrung des Karfreitags, die Erfahrung der tiefsten Gottverlassenheit. Sie lässt sich nicht wegdiskutieren, sie ist wirklich.
Die Jünger von Emmaus ahnen, was damit gemeint ist. Doch es sind nicht nur die Nöte der Welt, die uns Sorgen machen, wenn wir unseren Blick nach innen richten, auf unsere beiden Kirchen, so sehen wir die Herausforderungen, die Mitglieder erzählen sinken, die Mitgliederzahlen sinken, viele Fragen sind offen, die Aufgaben der Kirchen müssen klar definiert, Gottes Liebe und Nächstenliebe glaubhaft bezeugt und gelebt werden. Von Gott muss wieder verantwortungsvoll gerettet werden. Es geht um ihn. Wir stehen vor großen Aufgaben. Gemeinsam sind wir Zeugen des Auferstandenen. Auch die beiden Jünger von Emmaus haben gezweifelt. Sie haben alles auch den Karfreitag erlebt. Die Kreuzigung Jesu, die Durchkreuzung ihrer Hoffnungen, blieb in die größte Anfechtung ihres Glaubens. Aber es war nicht ihr Ende. Sie haben sich auf den Weg gemacht, gemeinsam und offen für alle Begegnungen. Da treffen sie den Auferstandenen. Er offenbart sich ihnen nicht in einem übernatürlichen Wunder, sondern im Brechen des Brotes, in der Eucharistie. Das macht Mut. Das ist die Grundlage für Glaube, Liebe und Hoffnung. Daher möchten wir alle Menschen inner und außerhalb der Kirchen ermutigen, die Erfahrungen des Karfreitags in ihrem Leben nicht nur nicht zu verdrängen, aber voller Zuversicht Ostern, die Wirklichkeit der Auferstehung zu leben. Der Sieg des Lebens über den Tod, der Hoffnung über alle Verzweiflung, der Freude über alle Trauer, ermutige uns, Salz der Erde und Licht in der Welt zu sein, Frieden zu stiften, der Gottverlassenheit mit Glauben und Vertrauen zu begegnen, über alle Gräben hinweg Einigkeit und Versöhnung zu leben und Zeugen der Auferstandenen zu werden. Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Wir wünschen euch ein gesegnetes Osterfest. Der Friede sei mit euch, Superintendent Robert Jonischkeit und unserem Bischof Egidius Schipkowitsch, Bischof von Eisenstadt. Gemeinsam beten wir das Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Es ist zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, die Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Er geht uns voran auf den Weg zum Vater. Lass uns beten. Wir beten für die in der Osternacht Neugetauften. Du, unser Retter, bitte mich.
Wir beten für die Frauen, die in der Kirche die Botschaft von der Auferstehung bezeugen. Du, unser Retter, wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten für die vielen, die in Bedrängnis und Not heute nichts von der österlichen Freude erfahren können. Du, unser Retter, wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für Menschen, die in schwierigen Situationen Rat brauchen. Du, unser Retter, wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle, die heute aus dem Leben abberufen werden. Du, unser Retter, wir bitten dich, erhöre uns. Dir, dem Sieger über Sünde und Tod, singen wir das neue Lied des Jubels und des Dankes. Du hast die Welt mit dem Vater versöhnt und uns in die Gemeinschaft mit ihm zurückgeführt. Wir feiern dich, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und herrschst in Ewigkeit. Thank you.
Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Herr, unser Gott, nimm die Gaben an, die wir in österlicher Freude darbringen, für das Opfer, durch das deine Kirche auf wunderbare Weise wiedergeboren und gestärkt wird. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, der Vater immer und überall zu danken, diesen Tag aber aufs Höchste zu feiern, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Denn er ist das wahre Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Durch seinen Tod hat er unseren Tod vernichtet und durch seine Auferstehung das Leben neu geschaffen. Darum jubelt heute der ganze Erdkreis in österlicher Freude. Darum preisen dich die himmlischen Mächte und die Chöre der Engel und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche das Hochfest der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn, der zu deinen Rechten erhöht ist, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Thank you.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, O Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes, und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen, mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, mit dem heiligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und Märtyrern, und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherzige Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deiner Kirche auf ihren Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unserem Bischof Egidius, und die Gemeinschaft der Bischöfe, unserer Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch Fans sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deine Gnade aus dieser Welt geschieden sind, nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Ich lade alle Kinder hier vor dem Altar. Wir heißen Kinder Gottes und sind es, darum beten wir voll Vertrauen.
Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, du Siege über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben.
Lasset uns beten. Allmächtige Gott, du hast deine Kirche durch die österlichen Geheimnisse neues Leben geschenkt. Bewahre und beschütze uns in deiner Liebe und führe uns zur Herrlichkeit der Auferstehung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lasset uns beten, Herr, du bist nach deiner Auferstehung deinen Jüngern erschienen und du hast mit ihnen gegessen. Du hast uns zu deinem Tisch geladen und das Ostermahl mit uns gefeiert. Segne dieses Brot, die Eier und das Fleisch. Es sei auch beim österlichen Mahl in unseren Häusern unter uns gegenwärtig. Lass uns wachsen in der brüderlichen Liebe und in der österlichen Freude und versammle uns alle zu deinem ewigen Ostermahl, der du liebst und herrschest in alle Ewigkeit. Liebe Schwestern und Brüder, danke nochmal an unserem Kirchen- und den Kirchenchor, unserem Chordeband heute, der heute musikalisch mitgestaltet hat. Vielen Dank für eure Dienst und für eure Mühe. Ein Applaus für unsere neue Chordeband. Vielen Dank. Dank an unsere Ministranten, Lektoren, und allen anderen Mitwirkenden für die schöne Festhochamtes am heutigen Fest Ostersonntag mitgefeiert haben. Vielen lieben Dank. Liebe Schwestern und Brüder, wir bitten Sie, bei der Auferstehungsprozession kräftig und aktiv mitzusingen. Morgen haben wir die Messe um 8 Uhr und 10 Uhr. Und lade ich besonders alle Kinder für die Eier suchen nach der 10 Uhr Messe an der Wiese bis zum Parkplatz. Die Kinder sind alle morgen eingeladen für die Eier suchen. Vielen Dank. Vor der Ordnung gehen zuerst die Ministranten, die Erstkommunionkinder und dann die Völker.